Freunde, wir sind heute mal wieder auf einem Brookhaven-Server und spielen eine verrückte Challenge. Denn dieser junge Mann vor mir hat gesagt, dass ich nicht springen darf. Ganz genau, einen Tag lang ohne Springen. Und das wird mega schwer, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Natürlich mit die ein oder andere schwere Aufgabe. Oh mein Gott, was eine schwierige Challenge. Aber wenn ihr diese Challenges genauso sehr liebt wie ich, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht kostenlos zu abonnieren. Und schreib dein nettes Kommentar. Dann kann ich dir jetzt mein Herz geben. Als erstes möchte ich, dass du in ein Auto gehst. Oh, ich soll also in ein Auto gehen? Okay, warte mal. In was für ein Auto muss ich denn gehen? Okay, warte mal. Wir machen es ganz einfach, Leute. Wir spawnen uns einfach mal ein Auto. So. Oh, das war doch easy. Ich wette, du schaffst es nicht, ohne springen hineinzugehen. Okay, Leute, das werden wir Ihnen beweisen. Das sind doch die einfachen Aufgaben. Hier, schau dir das mal an. Ich bin drinne. Ganz easy. Okay. Erste Aufgabe geschafft. Das war echt eine easy Aufgabe, Leute. Und ich würde sagen, wir erhöhen unseren Speed erstmal auf 200. Hey, Kumpel, wir sind noch längst nicht am Ende. Was kann denn bitte noch einfacheres sein? Erzähl's mir. Und jetzt möchte ich, dass du aussteigst. Warte mal, was? Ich soll aussteigen? Oh mein Gott, Leute, warte mal. Wie steigt man aus dem Auto aus, ohne zu springen? Oh nein, hier gibt's keinen Exit-Button oder so. Oh nein, warte mal, was? Das kann nicht sein. Du hast noch 30 Sekunden Zeit. Warte mal, 30 Sekunden, Leute. Oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwie hier raus. Kann ich mit einem Crash rauskommen? Ach, nee. Okay, warte mal. Was ist, wenn ich hier alles kaputt mache? Komme ich hier irgendwie aus dem Auto raus? Nee. Leute, das Auto ist komplett kaputt, aber ich komme nicht raus. Hey, Freunde. Heute stelle ich euch Genshin Impact vor. Es ist eins der beliebtesten Spiele und hat schon sehr, sehr viele Preise gewonnen. Zum Beispiel Google Play Spiel des Jahres 2020, Apple Store Spiel des Jahres 2020 und noch viele weitere Preise. Es ist ein Open World Fantasy Abenteuerspiel und es gibt insgesamt 7 Regionen, die ihr auf jeden Fall erkunden solltet, denn ihr übernimmt die Rolle eines Reisenden aus einer anderen Welt und müsst versuchen, eure Familie wieder zusammenzuführen. Ihr könnt durch verschiedene Welten fliegen, die mega, mega schön aussehen, erkundet Seen und Flüsse oder besteigt sogar riesige Gebirge. Alle 7 Regionen haben unterschiedliche Landschaften, die sehr schön gestaltet sind und jede davon ist was ganz Besonderes. Alle Charaktere haben ihre eigenen Geschichten und Kampfstrategien und mit euren elementaren Kräften müsst ihr Questen meistern und Schätze sammeln. Also Freunde, es gibt so viele neue Dinge, die auf euch zukommen werden. Ich persönlich fliege sehr gerne durch die Welt und das macht mir echt mega Spaß. Und hier zeige ich euch nochmal 2 neue Charaktere aus dem neuen Update von Genshin Impact. Diese heißen Shikanoin Haizu, die richtig cool aussieht, und Kedehara Katsuha. Diese beiden haben mega coole neue Fähigkeiten, die ihr unbedingt austesten müsst. Mit den beiden könnt ihr neue tolle Abenteuer bestreiten und ich spiele sehr gerne mit den beiden. Freunde, das Spiel könnt ihr euch kostenlos herunterladen, indem ihr den QR-Code scannt oder auf den ersten Link in der Videobeschreibung drückt. Und mit diesem Bonuscode erhaltet ihr noch einmal 60 Urgesteine und weitere tolle Preise. Und jetzt, meine Lieben, weiter mit dem Video. Okay, okay, okay. Vitamine, denk nach, Vitamine, denk nach. Warte mal, ich habe eine Idee und bam, yeah. Warte mal, wie hast du das denn gemacht? Tja, easy. Wir haben einfach das Fahrzeug gelöscht und sind damit easy rausgekommen, Freunde. Okay, das war auf jeden Fall nochmal gut. Mr. Hahn, habe ich ja gar nicht gedacht. Das war auf jeden Fall easy, Leute. Ihr habt es gesehen. Oh mein Gott, und wenn ihr gerne mal einen Challenge mit mir gemeinsam spielen wollt, dann lasst dem Video jetzt mal einen kräftigen Daumen nach oben da und bewertet die Challenge jetzt mal von einer Schwierigkeit von 1 bis 10. 10 von 10 ist sehr schwierig und 1 von 10 ist sehr leicht. Bewertet sie einfach mal in die Kommentare. Und was wird wohl seine nächste Aufgabe sein? Die nächste Aufgabe ist, setz dich an die Bushaltestelle. An die Bushaltestelle? Etwa da vorne? Haha, ja. Setz dich ruhig mal hin. Warte mal. Okay, Leute. Er hat gesagt, setz dich an die Bushaltestelle. Ja, okay. Okay, wenn wir uns da hinsetzen, kommen wir nicht mehr raus, denn wir müssen dann wegspringen. Aber Leute, wir sind Vitamine und werden seine Tricks umgehen. Und zwar werden wir uns einfach so hier hinsetzen, denn er hat nur gesagt, wir sollen sitzen. Mist, hey, daran hatte ich ja gar nicht gedacht. Boah, du bist echt clever. Oh yeah, wir sind mega, mega clever, Leute, denn das ist mega, mega einfach. Ach Mann, ey, du bist echt gar nicht mal so schlecht. Aber ich würde sagen, was ist, wenn wir mal bei jemand Fremdes sein Haus ausrauben gehen? Oh yeah. Warte mal, was ausrauben? Na, zum Beispiel einfach den Tresor. Oh mein Gott, okay, Leute. Aufstehen ist ganz, ganz easy. Da drückt man einfach Q. Das seht ihr hier unten rechts. Bäm, dann können wir wieder stehen, denn wir brauchen gar nicht springen. Und Leute, die Challenge haben wir bis jetzt
sehr, sehr gut geschafft, aber ich weiß nicht, ob wir sie wirklich bis zum Ende schaffen sollen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu den Häusern. Okay, dann lass uns mal zu unseren Häusern gehen. Und da vorne ist sogar mein Haus, Leute. Oh yeah. Das sieht natürlich mega schön aus, vor allem mit dem Orange dort. Und die Challenge wirst du heute easy verlieren. Vitamina, ich will ein Foto, ich will ein Foto. Was machst du denn? Oh nein. Gib mir ein Autogramm, bitte. Ich möchte ein Foto, ein Screenshot. Ich möchte alles mit dir. Na, was sagst du jetzt? Oh nein, Leute, wie komme ich denn jetzt hier raus? Jetzt bin ich hier komplett gefangen. Kriege ich bitte ein Autogramm? Bitte, bitte, bitte. Du zerstörst mir gerade meine Challenge. Wie soll ich jetzt wieder hier rauskommen, Leute? Oh nein, okay. Ey, fahr wenigstens wieder zurück. Aber klar, für ein Autogramm mache ich alles. Oh nein, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, okay, okay. Stopp, stopp, stopp. Hör auf, ey. Wir müssen uns jetzt einen Plan ausdenken, Leute, wie wir hier rauskommen. Ich würde sagen, noch 20 Sekunden Zeit, um dort rauszukommen. Oder ich gewinne die Challenge. Oh nein, wir müssen hier schnell wieder rauskommen. Und ich habe absolut gar keine Ahnung, was ich hier machen soll. Warte mal, ist das der YouTube? Hey, du, ich will noch einen Sohnemann haben. Oh, warte mal, du willst einen Sohn haben? Ja. Oh mein Gott, warte mal. Ja, ich bin der perfekte Sohn. Dann komm in meine Arme. Oh, aber klar, Leute. Und sie hat mir eine Anfrage gemacht. Yeah. Ja, hast du das gesehen? Ein Autogramm, bitte. Ja, gleich, kriegst du gleich. Oh mein Gott. Mist, du bist echt schlau. Das bin ich auf jeden Fall, Leute. Aber warte mal, wie komme ich denn jetzt hier raus? Oh nein, ich habe hier keine Chance, irgendwie wegzukommen. Oh Gott, Leute, das Einzige, was nicht als Spring zählt, ist, wenn ich diesen Button hier drücke. Und damit komme ich frei. Denn damit habe ich nicht springen gedrückt. Und das ist ganz normal. Und das war echt easy, Leute. Ich will ein Autogramm, ich will ein Autogramm. Ah, schnell weg hier, Leute. Oh mein Gott, ich darf nicht in diesen Einkaufswagen rein. Und jetzt gehen wir ins Haus einbrechen. Los, 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 wo bist du? Okay, stopp, stopp, stopp. So, okay, Leute, wir gehen jetzt easy in das Haus hier und werden uns den Tresor vorknacken. Wo ist der nochmal? Der ist hier oben irgendwo. Oder wo versteckt sich der Tresor? Hallo? Oh, yeah. Um hier was auszurauben, ist ja mal mega easy. Können wir ja nicht einfach hier, bam, den hier machen und das Geld mitnehmen? Alter, das war mega easy. Sag mal, bist du komplett verrückt? Was sollte das denn? Noch gerade rette ich dich und nun verbrennst du hier fast meine ganze Wohnung. Oh, das tut mir leid. Das war alles Teil der Challenge. Du gehst jetzt sofort raus hier, du hast genug angestellt. Alles klar, dann hau ich mal wieder schnell ab. Aber wenigstens haben wir die Challenge noch nicht verloren, Leute. Hey, kannst du mich wieder rauslassen? Hey, kannst du mich in dein Autogramm von Vitamine besorgen? Oh mein Gott, Leute, es läuft bis jetzt mega, mega gut. Noch sind wir komplett in der Challenge drin. Und was ist nun deine nächste Aufgabe? Ich denke mal, du bist komplett ausgepowert, oder? Nach diesen ganzen Aufgaben auf jeden Fall. Dann lass uns eine Pause nehmen und uns ein bisschen die Beine hochlegen. Oh yeah, das ist eine mega gute Idee. Na dann, lass uns mal reingehen. Oh yeah, wir machen jetzt auf jeden Fall eine Pause und setzen uns hier hin. Na, wie kommst du nun hoch? Warte mal, was, das war ein blöder Trick von dir? Ja, ich möchte schließlich die Challenge gewinnen. Oh nein, Leute, wie kommen wir jetzt hier raus? Ich meine, wir können hier nicht springen. Hier gibt es keinen Button, wo Springen steht oder so. Wir haben absolut keine Chance. Ich glaube, wir haben die Challenge jetzt offiziell verloren. Und ich habe sie offiziell gewonnen. Oh nein, Leute, ich will gegen ihn nicht verlieren. Okay, warte mal, was ist, wenn wir eine Bombe spawnen? Okay, das hat absolut gar nichts gebracht. Wir können mal schauen, vielleicht haben wir noch irgendwelche anderen coolen Items. Zum Beispiel, wie wäre es mit einer Leiter? Okay, die bringt gar nichts. Hey, du hast mich hier eingesperrt. Ja, das ist auch richtig. Okay, warte mal. Wie wäre es mit einem Schlafsack? Vielleicht bringt der uns was. Leute, bitte. Okay, ich glaube, der bringt uns nichts. Ich kann ihn nicht spawnen. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, wir haben die Challenge wirklich verloren. Aber ehrlich gesagt, will ich das gar nicht aufgeben. Oh nein, Leute. Ich komme hier absolut gar nicht raus. Ich kann hier zwar mein Bett spawnen, aber das bringt uns überhaupt... Warte mal. Leute, ich habe die ultimative Idee. Wie wäre es, wenn wir einfach unser Haus clearen? Einfach auf diesen Button drücken und das Haus komplett zerstören. Bam! Und jetzt bin ich am Laufen. Aber das sieht mega witzig aus. Ich habe damit eigentlich die Challenge oder die Aufgabe bestanden. Wow, du bist echt verrückt gut. Wie machst du das die ganze Zeit? Ich bin einfach sowas wie ein Profi, Leute. Und ihr seid genauso gut. Oh, das läuft mega, mega geil. Oh, Mist. Aber wie wäre es, wenn wir uns mal die Bank verknüpfen? Du meinst doch nicht schon wieder einen Banküberfall? Aber das sollte absolut auch kein Problem
Problem sein. Die Bank ausrauben sollte kein Problem sein. Hey, die wollte mich schon jetzt ihr Auto packen. Okay, so, Leute, dafür nehmen wir uns einfach hier die Karte. So, ohne zu springen. Das ist doch ganz easy. Keine Ahnung, was seine Aufgaben sind. Auf jeden Fall sind die langsam zu einfach, Leute. Und da haben wir schon das ganze Geld. Na, was dachtest du jetzt? Dachtest du echt, wir sind mega schlecht? Oh, Mist, Mann. Du bist gar nicht schlecht, ey. Naja, ich würde ein Stück zur Seite gehen. Warte mal, was meinst du denn? Oh nein, was hat der Typ jetzt gemacht? Hey, was machst du hier? Hey, du gehörst jetzt zur Rockerband. Nee, Mann, ich gehöre hier nicht zur Rockerband. Ich will nicht auf deinem Motorrad sitzen. Oh nein, Leute, wir haben gerade wieder das gleiche Problem. Hey, die Rocker sind doch die coolsten, Mann. Nee, also, ja, okay, das können sie gerne sein, aber... Oh nein, was haben wir denn jetzt für ein riesiges Problem? Ich hoffe, dir gefällt's auf meinem Motorrad. Ja, mir gefällt's mega cool. Aber Leute, ich habe eine mega gute Idee. Wir müssen ihn jetzt überreden, dass er ein anderes Motorrad spawnt. Hey, Rocker, du, ja, du da vorne. Ey, was ist denn? Kannst du mir nicht deine coolen Motorrads mal zeigen? Ich meine, du hast doch bestimmt noch andere coole. Ja, aber klar, Mann, ich habe so 10.000 davon. Schau mal. Oh ja, ich hoffe, er spawnt jetzt ein neues Motorrad, Leute. Und dann bin ich runter. Das habe ich von der Polizei geklaut. Das finde ich super, das hast du auf jeden Fall gut gemacht. Ciao. Hey, warte. Nee, oh mein Gott, okay. Ciao. Der ist jetzt wirklich in den Pool gefahren, oder was? Geht's dir gut? Alles klar da unten? Oh nein, mein geliebtes Polizeimotorrad. Dein geliebtes Polizeimotorrad ist jetzt auf jeden Fall im Wasser. Und die Challenge habe ich natürlich noch nicht verloren. Ja, die hast du noch nicht verloren. Aber allerdings habe ich noch eine letzte Challenge für dich. Okay, und was bedeutet letzte Challenge? Deine letzte Aufgabe wird sein, gehe jetzt sofort in den Pool. Okay, in den Pool zu gehen ist ja absolut gar kein Problem. Ich meine, jetzt schwimmen wir. Das ist kein Springen, Leute. Denn Springen wäre jetzt, wenn wir hier so rausspringen. Rausspringen? Leute! Oh, oh. Warte mal. Mist! Oh, nein! Da habe ich dich. Oh, nein, Leute. Ich komme hier nirgendwo raus. Warte mal. Vielleicht auf die Rutsche? Kann ich die hochlaufen? Nein. Ich schwimme automatisch nach unten. Ich kann ins Motorrad einsteigen und rausfahren. Keine Ahnung, Leute. Oder wartet mal. Kann ich vielleicht hier auf die Seite irgendwie raus? Ich meine, hier ist es ein bisschen flach. Das hätten wir nun auch geschafft. Und wer kauft mir jetzt? Ein neues Motorrad? Hey, der da hinten, der würde dir ein neues kaufen. Warte mal, wirklich? Ja, der würde dir ein neues kaufen, denn die Challenge habe ich bestanden. Ich komme, ein neues Motorrad. Yeah, Leute, wir haben damit die Challenge geschafft. Wir haben alle Aufgaben von unserem Challenge-Typen erledigt. Und Leute, wir sind nicht gesprungen. Was sagt ihr zu dieser coolen Challenge? Oh yeah, probiert sie gerne mal selber auf einem öffentlichen Server aus. Denn dort ist es mega schwer, weil euch Leute mitnehmen, irgendwie Faxen machen oder andere coole Dinge. Aber mir hat es sehr viel Spaß mit euch gemeinsam gemacht. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss.